Urgroßstädter Cup, 12. Auflage. Neben mir steht Patrick Sander. Patrick Sander, herzlich willkommen hier in Leipzig. Was war die Motivation, hierher zu kommen? Ja, es ist eine gelungene Abwechslung für die Jungs. Ich meine, wir sind in der Vorbereitung und stecken da mittendrin im grundlangen Ausdauerbereich. Und das ist nicht immer ganz einfach für die Jungs wegzustecken. Und deswegen, wenn man mal den Ball dann an den Füßen spürt, dann ist das, denke ich mal, eine ganz gute Geschichte. Und man sollte das Ganze aber nicht übertreiben. Die Vorbereitung, die sind ja jetzt schon mittendrin. Ja, wir trainieren schon jetzt fast eine Woche und bisher muss man sagen, dass wir ganz gut da durchgekommen sind. Aber wie gesagt, es tut den Jungs zurzeit sehr weh. Gibt es denn so Neuigkeiten, die man hören könnte, neue Verpflichtungen, eventuell noch andere Neuzugänge, die man noch nicht so kennt? Ja, es gibt jetzt nichts zu vermelden. Wir arbeiten da dran. Ob uns das gelingt, ist eine ganz andere Geschichte. Es gibt viele Spekulationen zurzeit und deswegen will ich mich daran noch nicht beteiligen. Was machbar ist, versuchen wir zu machen, das allerdings auch mit Köpfchen und mit vernünftigen Ideen, weil Schnellschüsse jetzt gerade in der Winterpause sind unangebracht und wenn wir irgendwas tun, dann muss es eine langfristige Verpflichtung dahingehend werden, dass wir uns nicht nur jetzt verstärken, sondern auch in der nächsten Saison. Ihr Ziel für dieses Turnier hier in Leipzig? Ich glaube, das Ziel bei jedem solcher Hallenturniere sollte sein, ins Halbfinale vorzudringen und dann ist alles möglich, weil es im Fußball gerade in der Halle relativ schnell und zügig geht und dann gehört wahrscheinlich auch ein Quäntchen Glück dazu, aber ich denke mal, Halbfinale ist okay. Alexander, vielen herzlichen Dank, noch weiterhin viel Erfolg. Danke sehr.